So wie angekündigt, da habe ich eine kleine Pause eingelegt gehabt. Und zwar war ich ja im Urlaub und zwar in Woche 5, 6 und 7. Und habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wie ich diesen Urlaub durchziehen will und wie es gelaufen ist und was ich mir für Ziele gesetzt habe, seht ihr jetzt. Hier ist der Plan. Und zwar, ihr seht schon, ich habe angefangen vor 3 Wochen mit 105,8 Kilogramm und geendet habe ich jetzt, also heute Morgen, Montag. Nach 3 Wochen habe ich 104,2 Kilo gewogen. Aber kommen wir mal zu den einzelnen Punkten, die da auf dem Plan stehen. Und zwar, morgens habe ich im Urlaub gefrühstückt mit einem Croissant und Orangensaft. Und mittags war Vespa mit 2 Brötchen und Wurst und Käse. Und abends war warme Küche angesagt, also mit Kohlenhydratekocher, das heißt Nudeln oder Pizza oder das ist natürlich ziemlich heftig im Vergleich zu dem, was ich bisher gemacht habe. Aber ich habe mir, wie ihr schon vielleicht seht, wenn ihr schon nach unten gespiegelt habt auf dem Plan, mir vorgenommen, das Ziel war eigentlich, das Gewicht zu halten. Und weil, wie gesagt, ich ist ja Urlaub, man muss ja nicht irgendwie übertreiben, man muss jetzt der asketisch leben im Urlaub auch noch. Und deswegen habe ich vorher schon gewusst, dass es nicht möglich ist, abends auf Kohlenhydrate zu verzichten, sonst hätte man zweimal kochen müssen und das wäre wirklich blöd gewesen. Deswegen war eigentlich das Ziel, nur das Gewicht zu halten. Und ja, schauen wir uns mal den Rest an. Da steht jetzt ausschließlich Wasser trinken, 3 Flaschen pro Tag. Kein Alkohol und kein Süßkram. Diese 3 Punkte sind mir nicht so gelungen. Ich habe nicht ausschließlich Wasser getrunken. Ich habe ab und zu mal einen Orangina getrunken, wenn man mal weg war oder eine Wanderung gemacht habe. Das waren vielleicht 3 oder 4 Süßgetränke in kompletter Urlaub. Dann kein Süßkram ist mir auch nicht gelungen. Das habe ich ab und zu mal ein Eis gegessen. Das sind vielleicht 2 oder 3 Eis insgesamt gewesen. Und ab und zu mal so ein Nachtisch. Keine Ahnung, das war eher sowas wie ein Muffin oder so. Ja. Oder einmal sind wir in einen Café gegangen und ich habe ein Cheesecake gegessen. Und der hat es wirklich in sich gehabt. Der hat sich angefühlt nach ungefähr 10 Kilometer Laufe, um das wieder reinzuholen. Ja, war super lecker. Muss man sich auch mal gönnen. Es ist Urlaub und man muss es ja nicht nur ja, sich komplett enthalten. Wenigstens im Urlaub. Außerdem kein Alkohol. Das habe ich bis auf eine Ausnahme tatsächlich durchgezogen und zwar ein Long Island Iced Tea bei Sonnenuntergang. War super gut. Ja, das habe ich mir gegönnt. Dann 3-mal pro Woche laufen. Dieser Punkt war ziemlich wichtig, weil um Gewicht zu halten, wenn man alles andere verändert, muss man natürlich auch ein bisschen rödeln. Und das habe ich gemacht, immer morgens früh aufgestanden, so gegen 7. Und ich wollte eigentlich am Strand laufen gehen. Ich habe nicht gewusst, wie die Verhältnisse dort sind. Das war jetzt eher so, dass dies Privatstrände waren und man eher auf der Straße hat laufen müssen, also Asphalt. Dafür Topfeber. Deswegen habe ich mir gedacht, schon am Anfang, weil ich mir gedacht habe, dass es topfebel sein wird, dass ich das Ganze ausbauen will bis auf 10 Kilometer. Und wie ihr seht, wie ihr gleich sehen werdet, ist mir das eigentlich auch gelungen. Und ich habe mir vorgenommen, 50 Liegestütze am Tag zu machen. Das habe ich komplett sein lassen, weil, ey, ich weiß auch nicht, am Strand oder direkt im Campingplatz, wo alle reingucken können, Liegestütze machen, fand ich ein bisschen affig. Deswegen habe ich gedacht, außerdem habe ich immer noch ein bisschen Malheur mit meinem Arm, auf den ich ja gestürzt bin bei meiner Tour im Allgäu. Das hat nicht so wirklich geklappt. Das habe ich nett gemacht, aber das mache ich ab sofort wieder. Also, das ist ja auch klasse. Es sind ziemlich viele Punkte, die ich nicht eingehalten habe, gell? Aber es war Urlaub, muss man auch mal sagen. Und hauptsächlich habe ich es ja durchgehalten, beziehungsweise 3 Eis oder, keine Ahnung, 3 Orangina oder sowas. Das ist ja auch nicht so der Hammer. Ich habe es nicht irgendwie komplett schleifen lassen, sondern ab und zu Ausnahme gegönnt. Und das auch nur im Urlaub. Ab jetzt wird es wieder durchgezogen. Ja? Das Ziel war ja Gewicht halten. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Bin nach Hause gekommen, auf die Waage gestanden am nächsten Morgen und ich habe ganz genau 105,8 gewogen. Das heißt, es war aber das Ziel komplett erreicht. Das hat mich überrascht, weil ich ja gedacht habe, oh, so viele Sachen habe ich nicht gemacht. Dafür, das wird wahrscheinlich das Laufen gewesen sein, das mich da gerettet hat. Und ab und zu auch mal eine Wanderung im Berg, das war anstrengend und da habe ich ganz schön was verbrannt.
So, das heißt, seitdem laufe ich wieder auch hier bei mir zu Hause in der Gegend und habe es auf tatsächlich 10 Kilometer dauerhaft gebracht. Also, das heißt, ich laufe eigentlich bis jetzt auf jeden Fall 10 Kilometer auch diese Woche. Und dadurch habe ich wieder Gewicht verloren. Nämlich bin insgesamt habe ich 1,6 Kilo in den 3 Wochen abgenommen. Eigentlich nur in den letzten 3 Tagen, seitdem ich wieder zurück bin. Aber bin jetzt insgesamt auf 9,2 Kilo Verlust gekommen. Also seitdem ich angefangen habe abzunehmen. Und hey, das ist demnächst die 10-Kilo-Marke und demnächst auch ein Drittel von dem, was ich mir vorgenommen habe. Ich freue mich. Also, wir kommen zu den Laufergebnissen. Ja, was habe ich gemacht im Urlaub ganz genau? Das zeige ich euch. Und zwar jetzt hier. In Woche 5 habe ich die 4,78 Kilometer gelaufen. Die gleiche Runde. Ich habe es ausgesehen, anscheinend vergessen aufzuzeichnen. Ich weiß nicht wieso. Ich finde es auf jeden Fall nicht mehr in meiner App. Und die 4,78 Kilometer habe ich ja schon mal davor gelaufen. Deswegen ist das eigentlich jetzt das falsche Datum. Also das war jetzt nicht am Montag. Aber ich bin die gleiche Runde gelaufen. Deswegen zeige ich euch das da hier symbolisch dafür. Am Montag, bevor ich in Urlaub gegangen bin, hier bei mir in der Gegend. Und am Donnerstag bin ich dann 5,2 Kilometer gelaufen, habe es ein bisschen erweitert. Ich habe am Strand, wie gesagt, morgens um 7 Uhr bin ich aufgestanden und bin die Strecke gelaufen. Und das ist nicht am Strand direkt, sondern an der Straße am Strand entlang. Und ich habe einfach nicht gewusst, wo es mich hinführt. Deswegen bin ich einfach nur hin und zurück gelaufen. Ich wollte 5 Kilometer laufen und bin einfach 5 Kilometer, 2,5 Kilometer in die eine Richtung gelaufen, umgedreht, wieder in die andere Richtung gelaufen. Und dadurch habe ich meine 5 Kilometer gehabt. Also das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, wo es hingeht oder wie viel 5 Kilometer sind, dann habe ich ja schon mal gesagt, einfach die Hälfte laufen und wieder zurücklaufen. Das habe ich da gemacht. So, und kurz drauf, am Ende der Woche, das war dann sonntags, bin ich dann 6,58 Kilometer gelaufen. Da habe ich mich schon getraut, mal so einen Kreis zu drehen, also nicht nur hin und zurück, sondern mal gucken, wo es mich hintreibt. Und deswegen, ich habe eigentlich vorgehabt, 6 Kilometer zu erweitern und habe dann insgesamt ein bisschen mehr gemacht. Na und, ja. Das war die 5. Woche und in der 6. Woche habe ich folgende Läufe gemacht. 8,6 Kilometer habe ich erweitert. Und ja, die Zeiten sind jetzt nicht wirklich cool, aber ja, Hauptsache laufe, Speckverbrenner, also eigentlich Fettverbrenner. Dienstag war das und am Freitag habe ich meine Runde nochmal erweitert auf 10 Kilometer das erste Mal. Und zwar ganz genau 10 Kilometer. Ja, die Zeiten 1:32 habe ich dann am Sonntag drauf schlagen können. Und zwar mit 1,24. Also, das hat schon ein bisschen Anstrengung gekostet. Ich bin wirklich langsam. Hier möchte ich auch was dazu schön noch sagen, loswerden, falls ihr das mit eurer Zeit vergleicht. Es kann natürlich sein, dass ihr langsamer unterwegs seid, aber wahrscheinlich ist eher, dass ihr schneller unterwegs sein werdet. Das liegt ein bisschen daran, das ist jetzt nicht wirklich eine Entschuldigung, aber nur, dass ihr wisst, wie es mir geht, beziehungsweise wieso meine Zeiten so sind. Ich habe durch die OP in den, sagen wir mal, wie war 15 Jahre war ich da, da habe ich eine OP gehabt und im Spinalkanal, das ist, da wo die Nerven entlang laufen und da wurde mir ein Nerv durchtrennt. Das heißt, ich habe an meinem unteren Wade, an meiner Wade, an meinem linken Bein, habe ich eben zwar einen Muskel, aber der wird immer angesprochen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, was ihr wahrscheinlich auf beide Füße machen könnt, mit dem rechten Fuß mein komplettes Körpergewicht auf der Zehenspitze halten, mit dem linken Fuß überhaupt gar nicht. Also das heißt, ich humpel leicht und deswegen bin ich auch nicht wirklich schnell. Aber das ist kein Grund, nicht laufen zu können und Speck zu verbrennen. Deswegen. Trotzdem, ich finde es ganz gut, 1,24 in 10 Kilometer und das noch mit über 20 Kilo Übergewicht. Dann habe ich in der 7. Woche, also in der letzten Urlaubswoche, da war ich nur bis zum Mittwoch im Ausland, da habe ich am Dienstagmorgen nochmal eine Runde gelaufen, wieder 10 Kilometer und diesmal 119. Fand ich voll gut, ohne 120. Wow. Und ja, das war mein Urlaub. Dann bin ich wieder zurückgefahren und habe meine nächste Runde
Heimatland wieder verbracht. Und zwar am Freitag bin ich die gelaufen und wollte auch mal 10 Kilometer machen. Da habe ich nicht gewusst, wie viel 10 Kilometer sind und bin einfach mal kreuz und quer gelaufen, wie ihr seht. Und 10 Kilometer habe ich leider gesprengt, habe es nicht geschafft, Punkt 10 Kilometer wieder zurück zu sein am Ursprungsort. Aber die Zeit seht ihr auch, wow, da habe ich wieder zugelegt an der Zeit, weil da geht es tatsächlich den Berg hoch ab und zu. Ja, bei mir ist es eher so. Und deswegen habe ich das. Die Zeit vom Ausland nicht wirklich halten können. Aber am Sonntag, das ist meine letzte Runde gewesen in der 7. Woche und eigentlich gestern gewesen, habe ich dann tatsächlich wieder die 1,20 geknackt, egal ob Berg hoch und runter. Ich habe zwar meine Route ein bisschen geändert und habe es jetzt herausgefunden, wie ich laufen muss, auch im Kreis. Na, Kreis ist nicht ganz, aber auch so eine Art Rundweg, wie ich das schaffe. Trotzdem ganz genau auf 10 Kilometer zu kommen. Und diese Strecke wird wahrscheinlich dauerhaft meine Strecke sein für meine Runde hier in der Heimat. Und da habe ich wieder geschafft, die 1,20 zu knacken. Wow, bin ich gestratzt und war ich gestern Abend, gestern Mittag eigentlich, bis heute Morgen kaputt. Aber egal, 104,2 Kilo, so viel habe ich jetzt gerade momentan drauf. Ich muss es nochmal wiederholen. Das sind 9,3 Kilo in 7 Wochen. Furchtbar gut, finde ich gut. Ja, das war's. Am Ende will ich noch geschwind Folgendes sagen. Ich laufe mittlerweile schon eine längere Strecke. Also, Entschuldigung, der Kingsley wird wahrscheinlich sagen, der Ironman-Gewinner hier, hier aus dem Ländle bei uns. Der wird wahrscheinlich sagen, was längere Strecke, da dehne ich mich gerade erst. Ja, und deswegen verzeiht mir, für mich ist es eine lange Strecke, diese 10 Kilometer, die sorge ein bisschen dafür, dass man bestimmte Sachen vorbeugend, Fehler, die ich gemacht habe, könnt ihr vermeiden, so will ich es mal ausdrücken, weil ich habe zum Beispiel am Anfang Baumwolle-T-Shirts getragen, macht das nicht auf 10 Kilometer. Das reibt, also ihr schwitzt die T-Shirts voll, dann reibe die an Stelle, die euch wehtun werdet. Und hier kommt mein zweiter Tipp. Also erstmal Funktionsshirts trage. Mein zweiter Tipp ist, kauft euch eine Dose Vaseline und reibt sie da ein, wo es brennt. Ja, also ich sag mal so, ihr kennt das Problem vielleicht, wenn ihr auch übergewichtig seid, wie ich das immer noch bin. Und zwar Innenseite, Oberschenkel, das brennt wie Hölle. Ja, wenn ihr die ganze Zeit beim Laufen dran reibt. Oder unter der Achseln die Oberarme, die Reibe. Oder noch andere Stelle. Reibt die ein mit Vaseline, bevor ihr lauft. Das ist ein guter Tipp. Dann macht ihr zum Beispiel unter der Dusche keine schmerzhafte Erfahrung mehr. Oder auch während dem Laufen. Das kann echt blöd werden. Das sind die Tipps. Und ach so, noch eine andere Sache. Funktionsunterwäsche. Das ist auch ein guter Tipp. Ja, keine Baumwolle auf jeden Fall. Kauft euch einfach im Laden mal ein bisschen Ausrüstung zum Laufen. Dann macht es auch Spaß und ist nicht schmerzhaft. Das war's eigentlich für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao.